Hier scheint mir auch noch so ein bisschen zu sein. Falsche Seite der Schienen. Harper's Drop ist das übelste Viertel in Rapture. Aber hier gibt's noch Wohnungen zu erschwinglichen Preisen. Ah, ja. Als Atlantic Express die Luxus-Passagierlinie baute, wurde das Areal unterhalb ausgehoben, um Unterkünfte für die Arbeiter zu schaffen. Es sollte keine Wohngegend auf Dauer werden, aber wenn du in dieser Stadt pleite bist, ersäufst du nicht gerade in Möglichkeiten. Ich bleib nicht gerne länger als eine Stunde am Stück hier unten. Nirgendwo ist der Zug so abgefahren wie unter diesen Gleisen hier. Oh, das ist wirklich eine sehr schöne Metapher. Ich höre hier wieder Dinge, die mir nicht gefallen wollen. Naja, wenigstens haben wir ein bisschen Geld. Damit können wir unsere Munition ein wenig aufstocken. Ohne meine MG gehe ich nirgendwo hin. Wir haben auch ein wenig Adam? 40? Naja, das reicht zumindest schon mal für ein Gesundheitsupgrade. Oder ein Plasmid-Slot? Na, ich nehme lieber das Gesundheitsupgrade. Halt etwas schade, dass uns gerade diese Little Sister abhanden gekommen ist. Oh je. Sander Cohen, das war ein Mann. Zackiger Anzug, guter Stuhl, nennst mich einen Weichling? Das ist dir nichts, Weichchen. Na warte. Ja. Au! Typ! Langsam, langsam. Ja, wo rennst du denn jetzt hin? Sag mal. Komischer Kerl. Na komm schon! Als ob ich mich groß bewege! Wie er halt einfach wieder wegrennt! Appa! 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 Jetzt reicht's mir hier! Hey! 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 Bewirf mich doch nicht mit... Freundchen. Jetzt ist mal... Jetzt ist aber Schicht im Schacht hier. Ah, ha, 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 ha. Jetzt reicht's mir aber. Typ. Jetzt ist mal hier genug. Ich glaub's ja nicht. Meine Fresse. Die wollen ja richtig hier, dass einem die Muni ausgeht. Ist ja furchtbar, nee. Ah, das wird mir jetzt schon nicht gefallen. So, einmal. Form zweimal. Danke sehr. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ach, Gottchen, Gottchen. Und da ist ja wenigstens eine weitere Chamber. Da haben wir schon mal so ein bisschen Glück. Da hinten die Kamera brauchen wir. Und ich wette, wir werden wieder überfallen, wenn wir irgendwie irgendetwas kriegen. Ach Gott, hier noch ein Zirkus der Werte, den wir hacken können. Wisst gar nicht, wie anstrengend das sein kann. Essen. Hurra. Oh, und Schrot. Schrot? Wir haben doch gar keine Schrotflinte. Was soll das denn jetzt? Schrot und eine Schrotflinte. Ja, irgendwie so ein bisschen unpassend. Naja, wir haben gerade genug, um Verbandskästen zu kaufen. Und dann sind wir auch schon wieder absolut abgebrannt. Das will mir einfach nicht gefallen. Hier muss man einen Code eingeben, ansonsten kann man da nicht rein. Den finden wir bestimmt irgendwo. Skid Row. Na, ob ich da schon hin will, das weiß ich auch nicht.
Auf jeden Fall möchte ich das hier so ein bisschen... Ende der Linie. Lass ich mal laufen. Das war's. Es ist zu Ende. Ich habe diese Bahn aus dem Nichts erschaffen. Hab mich an Mr. Ryans Regeln gehalten. Natürlich. Gib den Code, den du gefunden hast, auf dem Zahlenfeld vor der Klinik ein. So solltest du aufs Dach raufkommen. Super. Welchen Code? 0047. Ah, okay. Ich hätte vielleicht das Tape zu Ende hören sollen. Aber gut. Da ist man halt so ein bisschen übermütig. 47. So. Und dann dürfen wir hier ein wenig weiterkommen. Die Medizin, die nehme ich mir mal an mich. So schnell dürfte ich ja nicht allzu... Die Musik ist geil. It's a bit vicious. Zumindest habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das hier so ein bisschen... Überraschung, Kumpel. Dude. Du kleiner Scheißer. Ich bin hier der Leiter. Du bist hier gar nichts, mein Freund. Du bist hier absolut nichts. Okay, ich sehe schon. Die Musik gefällt mir gerade. Wir warten kurz, bis sie wieder wegguckt. Und dann können wir sie an uns reißen. Das war jetzt mein richtig blöder Zug. Glücklicherweise habe ich noch einen Eckpfeil. Oi, sogar zwei. Und plöpp. Ah gut, so. Jetzt funktioniert das besser. Jetzt wollen wir uns hier erstmal so ein bisschen umgucken. Mal einfach so gehe ich da ganz bestimmt nicht auf irgendein Dach. Weil es ja bestimmt mehr gibt. Wie zum Beispiel Ammo. Und ein Power to the People. Na, das ist doch schon mal ein Anfang. Und plopp. Und plopp. Und plopp. Und schon haben wir wieder ein bisschen mehr Ammo. Wunderbar. Schwere Nieten. So sehe ich das doch gerne. Waffen aufbessern. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Bin ich ja mal sehr gespannt. Erhöhe Schaden für Nietenpistole. Upgrade für im G-Quer. Oh, ich möchte beides haben. Wir werden mal unser unsere Präzisionsmaschine etwas aufwerten. Probiert doch mir mal ein Kumpel zurück, verdammt. Na komm raus, komm raus. Komm raus, du kleine Sackratte. Na? Ha, so einfach geht das. Ha, gut, dann haben wir hier schon mal ein bisschen aufgeräumt. Es ist in der Aktentasche drin nur so ein bisschen Alk. Ein Tonikum. Ein Tonikum! Ein weiterer Tag. Ohne Klienten. Atlas und Ryan gehen wie die Wilden aufeinander los und mein Geschäft bricht zusammen. Dabei war es so einfach. Man fotografiert den Ehemann einer aufgespleisten Dame beim Seitensprung und schon rollt der Rubel. Jetzt ist so wenig los, dass ich meine Kamera im Kingporn Leihhaus versetzen musste. Da denkt man schon, ob man sich nicht mal selbst hochspleist. Aber dazu bräuchte ich ja Geld. Oh, das ist natürlich schmerzhaft, aber wir haben... Kürzere Alarme. Ein sehr praktisches Tonikum, was ich auf jeden Fall nutzen werden muss. Tun. Ich möchte nämlich den Trinker weghaben. Der Trinker, der ist absolut unnötig. Ich habe zum Beispiel hier kaum irgendwas an Alkohol getrunken. Ja gut, vorhin habe ich die komplette Bar leer gesoffen, aber... Ach, was haben wir denn hier? Das wird dir doch leid. Na, kommt doch her, kommt doch her. Ich krieg dich, du elende Miete. Tada! Und du spielst wohl hier. Wow! Wow, Madame! Stirb! Du hast mir weh getan, dann tue ich dir weh. Ach, hey, diese. Das ist ja mal.
Ach, hey, das ist ja mal... Wow. Madame? Ich dachte, sie seien tot. Jetzt sind sie es tatsächlich. Sehr gut. Gottes Wille. Das ist ja mal fürchterlich. Ne. Liegen hier so Scheintote rum. Also diese Maske ist eindeutig sehr gut platziert. Die ist super gefallen. Ich finde das Motiv schön. Ach, was haben wir denn hier? Vorbereitungen. Was sind denn das für Vorbereitungen? Eleanor, Mami muss eine Weile fort. Und du wirst bei Tante Gracie wohnen. Geh nicht weg. Oh. Aber, Eleanor, wer wird denn weinen? Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Dass ich was ganz Besonderes bin. Genau. Und was noch? Dass ich geboren wurde, um die Welt zu verändern. Ja. Und wenn Mami wieder da ist, dann wird die Welt eine ganz andere sein. Sie wird sie dir bereiten. Oh je. Ich ahne schon Fürchterliches. Und da hinten ist schon so eine Kamera, die wir uns nehmen können. Und die wir uns direkt mal genommen haben, weil sie nötig sein wird. Irgendwie ja schon fast traurig, dass wir leider keine Little Sister mehr haben. Weil die uns abhanden gekommen ist. Aber gut, was wollen wir machen? Wir haben keine Nieten mehr. Ja gut, ich habe ja noch normale Munition für meine schwere Nieten. Ich will normale Nieten. Ich brauche normale Nieten. Ansonsten komm ich hier nicht richtig klar. Panzerbrechende Muni. Okay. Okay, ich bin jetzt glücklich. Panzerbrechende Muni ist immer toll. So, und wo kommen wir hier hin? Ja, irgendwie sieht das nicht gerade nach dem Dach aus. Oder doch? Gib es mir. Ich guck mich immer gerne zuallererst um, bevor ich irgendetwas zu... Hallo? Hallo? Komm jetzt raus! Das ist... Hallo. Ich wusste, dass irgendjemand da ist. Ich hab euch doch gehört. Ich hab mehr Hirn als du. Ach, wirklich? Habt ihr das? Ich hab dich gerade gesehen. Ernsthaft? Versuchst du das gerade wirklich? Ich weiß ja nicht. Das ist ja irgendwie so ein bisschen in die Hose gegangen, meine Liebe. Hier ist niemand. Aber hier ist ein Safe, na, den nehme ich doch mit.